Somebody. Hallo, liebes. Da mache ich doch gar nicht erst mit. Hallo, liebes Publikum. HBK hier zusammen mit dem Captain aus der Kanchos Corner und hier ist wieder eine neue Folge von Let's Play Yoshi's Woolly World. Bist du jetzt ein Woo-Girl? Ich überlege mir. Ein Woolly Girl? Eine Folge lang gar nichts zu sagen. Oh, Scheiße. Da hast du aber schon verkackt. Ja, ich weiß. Ich überleg's mir ja momentan auch nur. Einfach mal. Geil, keine 20 Sekunden in der Aufnahme und schon hast du den ersten Tod gehabt. Ja, das ist. Spuck mich! Der Prinz! Oh, verdammt! Mach Minus. Ah, genau. Ja, Gott sei Dank hat meine Pranke diesmal ihren Weg gefunden. Doch, aber ich glaube, die Kerzen sind die Secrets. Ja, guck, da ist wieder eins und hier ist ein Secret. Wie willst du das deuten? Ganz deutlich. Oh nein! Klassiker! Jessica, Klassiker! Aber guck mal, jetzt gucken wir hier nochmal. Klassiker gucken. Fletcher. Okay, ja, Klassiker Fletcher. Das klingt auch irgendwie in einer Kaffeesorte oder so. Dallmayr pro Domo. Vollendet, veredelter Spitzenkaffee. Ja. Vollendet auch gerade. Warte. Von Felix Mendel, aber mit Sohn Bartholdi. Da oben. Aber wie soll man da als Normalsterblicher rankommen? Ganz einfach. Man nimmt seinen Freund und spuckt ihn da oben nicht gegen. Stimmt, alleine wäre das alleine Quatsch. Nicht Trinkowski Baby Doll. Oh Gott, das ist nicht Trinkowski Baby Doll. Guck mal, tolle Verdeutschung, ne? Ja. Und guck mal da unten, siehst du's? Hier hüpft. Ah, ja. Freut. Wir machen einfach Stampen. Nee, Stampen geht nicht. Dann müssen wir dem Pinguin opfern. So, nee. Da kann man reinschwimmen. Aha. Und hier müssten wir jetzt irgendwo die erste Wolle haben. Nee. Eine Blume gibt's. Okay, wir brauchen aber noch die Woll. Boah, noch das Woll. Das Woll nicht. Hallo, Pinguin. Alter, wie mich gerade voll weggebounced hat. Was willst du? Boom. Oh nein, ich will ertrinken. Guck mal, er hat sich nicht mehr bewegt. Gleich ist er erfroren und tot. Nein, das passiert Pinguin im Pinguin. Ja, Pinguin passiert das im Eiswasser. Ist ja bekannt. Oh. It is known. Wenn man vielleicht... Ja, ganz genau. Man muss nur... Aber das wird nicht, ja. Nee, das wird nicht klappen. Aber wo soll denn die Wolle sein? Ja, da muss sie... Vor der Tür. Meinst du? Ja. Warum? Weil wir gerade eben im Gebiet nach der Tür waren und dann da sind wir zurückgelaufen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht das Secret irgendwie gefunden haben hätten können. Ja, dann... Was ist eigentlich hier wieder für eine merkwürdige Seinfeld-Musik im Hintergrund? Ist einfach, keine Ahnung, Stock-Sound. Hm. Von der Stocker-Crash-Challenge. Ja, aber hier ist ja auch nichts. Kommen eigentlich die Events jetzt noch, jetzt wo ja Raab nicht mehr macht? Oder sind die Events auch alle abgesagt? Ich denke mal, da wird einfach jetzt mit irgendwelchen... Oder wird Elton einfach alles moderieren? Ja, Elton moderiert jetzt einfach alles. Die Sachen kommen halt noch. War ja lang genug Azubi. Der Show Azubi. Praktikant. Ja, naja, man weiß es alles nicht. Auch ach, da sein. Unten, der eine Dingens leuchtet. Und das ist jetzt quasi... Ach, und der sagt uns jetzt... Dass das jetzt so einer von den Stempeln war. Der das Ding triggert. Nee, das war jetzt nur ein Stempel. Naja, gut. Aber die kann ja auch... Guck, der Trigger, der jetzt hier irgendwas war. Ja. Nee, der hatte nur den Stempel. Also die Kerzen haben scheiße damit zu tun. Gut. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist echt komisch. Der hat auch einen Stempel. Na gut, du nimmst die Stempel dann automatisch auf, weil du ja das Ding hast. Wie soll man da unten rankommen? Das funktioniert nie. Lustiges Geräusch. Am Anfang kann man nicht abstreichen. Ich glaube, da kommt man wieder raus. Oh, Maul! Da kommt man wieder raus. Gut, dann gucken wir mal. Ach, da, diese Secrets gehen jetzt immer auf hier direkt. Das ist es, glaube ich. Aber wo war jetzt denn die erste Wolle? Wurde nicht eigentlich nach der fünften Wolle gefragt und nicht nach der ersten? Ist fünfte gleich erste Wolle? Die fünfte wird die erste sein, meinst du? Warum bin ich jetzt da runter? Warum rutsche ich da immer wieder runter, obwohl ich mich nicht bewege? Danke. Nee, habe ich eben nicht mehr. Guck doch mal hin. Mach die Augen auf. Ich hatte jetzt eher so Umf im Kopf. Umf. Augen auf, ach, ich so. Komme. Bing, ja, das gibt's bing, natürlich auch. Bing. Ja. Schrei doch nicht. Ich versteck dich. Augen auf, ich komme. Oh, der fliegt. Pinguine können nicht fliegen. Der ja schon. Das sind keine richtigen Pinguine. Dann können wir sie töten! Nein, sie sehen aber aus wie Pinguine.
Okay, ich verstehe, ich werde es nicht mehr tun. Also gesehen, wie brutal und hart der aus dem Bild gefordert wurde. Das meinte ich beim letzten Mal, ja. Das werde ich lachen, ich werde es fortan lassen. Aber es ist wichtig, dass man... Du wirst beim nächsten Mal lachen. Vergiss es. Nicht beim ersten Mal schon gelacht. And so my watch has ended. Boah, jetzt kommen wir mit irgendwelchen kranken 3D-Drehungsrätseln. Da unten ist eine Wolle. Ja, da unten ist eine Wolle. Das ist die erste. Meinst du? Nee. Natürlich nicht! Wir haben die zweite schon. Naja, das heißt ja nichts. Ich hab Minus gedrückt, Zukunfts-HBK. Danke. Und hier unten die Wolle halt. Das hat mich jetzt getötet, wirklich, ja. Yep. Das ist unfassbar. Nein! 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 Yay, willkommen zurück im Level. Jetzt können wir nochmal gucken, wo die Wolle war. Wie bei der Macht von Grayskull. Wow. That was Grinch-worthy. Kapiert, weil sein komische Töle Grincher weil, heißt. Weil Eis ist. Also ich dachte, er ist Grinch im Sinne von, weil hier Schnee liegt. Der Grinch! Ja, der Grinch im Schnee wohnt. Nee, der wohnt auf dem Berg. Naja, wo Schnee ist. Ja, es könnte sein, dass da Schnee ist. In der Schneeflocke. Wow. Dicke. Man kann Pinguine nicht mal zu Ei machen. Pinguineier sollen aber keine Ahnung wie schmecken. Die schmecken jedenfalls noch irgendwas. Einen Geschmack haben sie bestimmt. Ja, das lässt sich schlecht abstreiten. Alles schmeckt. Oh, da hast du gesehen, wie er mich untergeschubst hat. So eine drecksinnige Sau. Ja, du tötest hier einfach einen Pinguin nach dem nächsten. Das war nur der eine. Und die drei anderen. Oh, der Magnet hat aber zugeschlagen, du. Er hat zugeschlagen? Der Magnet. Ja. So, das ist mein Spitzname. Mit dem Magnet nicht geschlagen zu werden? Ihn den Magnet. Magneto? Weil er Frauen magisch anzieht. Also ich ziehe Frauen ja persönlich lieber aus, aber wenn du sie lieber anziehst, okay. Wenn ich in einem Damenbekleidungsgeschäft arbeite, in einem Damenbekleidungsgeschäft. Ganz recht, ich verkaufe Unterhosen. Für ach, ihren hier unten sind wir doof. Sind wir blöd. Ach, oh. Bist du blöd. Ja, Hannes. Popanis. Mann, jetzt geh doch mal. Aber jetzt weiß ich, wo du das mit dem. Jetzt weiß ich, wo du das mit dem rein macht Spaß her hast. Ich guck grad Scrubs. Ah, okay. Schmunkriss zu fahren. Genau, zum Gronkriss zu fahren. Schmunkriss zu fahren. Rein macht Spaß. So war das nicht gedacht. Wow. Der hört aber auch nicht auf. Aber so habe ich nicht überlebt. Jetzt doch. Wir brauchen einen Schmongriss. Balls to the Walls. To Christoph Waltz. Christoph Wall Street. The Wolf of Christoph Wall Street. Nee. Ja, wir haben den Pinguin getötet zusammen mit dem Shy Guy. Ja, gab's doch. Später. Danach dann. Achso. Da müssen wir also wieder zurücklaufen. Ja, das ist irgendwie. Zum Schmongriss zu fahren. Ach ja, genau. So, hab ihn. Und da ist die erste Wolle drin. Siehst du mal. Hab ich's doch gewusst. Okay. Naja, dann. Jo, muss ich nur den Piranha. Ja, genau. Ein paar Scheiben einschlagen und. Und Skelett klar! Wir machen das klar. Ja, ist nicht so leicht, wa? Weil, wenn ich hier im Weg stehe. Ich wollte gerade sagen, du bist wirklich nicht so leicht. Und dann zählt die Wolle da unten nicht mal. Ja, natürlich, die war ja auch schon wieder einfach nur am Runterfallen. Naja, nun hätte sie ihn ja trotzdem verdammt nochmal verbinden können. Unverbindlich. Also ich hab vielleicht Preisverbindung. Mann, das ist ja echt eine rutschige Angelegenheit. Kann man sagen, was man will. Ah! Oh. Ja, das war das Beste, was passieren konnte. Mehr oder weniger. Ja, ich hab den Ball wieder. Yeah, nice. Was? Wie auch immer. Och. Wirklich. Was? Wie konnte der nicht treffen? Oh, getötet von dieser... Ey, wir sind jetzt schon 9 Minuten an dieser einen Aufgabe. Gut, wir müssen also unsere Kugeln aufheben. Yes. Hier ist das. Also, deine Bälle nicht einfach... Ja, genau. Halt deine Bälle deine zusammen. Deine schon. Deine schon? Deine schon. Schon! Schon! Jason. Be... The moment you realize you're not Sean Bean. Was sagen wir zum Gott des Todes? John Bean ist da drüben. So, alles klar.
Wow, Mann. Wir waren gerade so schweigend, man hat deinen Bauch kratzen gehört. Danke, dass du den Leuten sagst, dass ich mich am Bauch kratze. Nein, ich habe gesagt, man hat deinen Bauch kratzen hören. Ach so. Der hat sich selbst gekratzt. Ja. Du würdest das niemals machen. Du bist ein wunderbares, tolles und produktives... Also, weil unsere Boys behalten, waren. Ja. Mitglied dieser Gesellschaft und würdest dich niemals am Bauch kratzen, weil das total... schädlich ist. Ja. Shame. 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 Jawohl. Alter, wie, man kann so schnell schießen, das ist eine gute Idee. Also das ist gut zu wissen, meine ich. Voll die Schnellschussanlage. So, nimm ich auch mal die Frauen. Oh, guck dir mal das Rätsel an. Das ist ja mal richtig abgespaced. Da haben sie sich was einfallen. Wie kommen hier immer bei den Sachen, die du sagst, auf Darm? Ich weiß es nicht, Darmioplex. Bist du aus Damaskus? Was machst du denn da? Darm. Dann machst du nichts. Jetzt hol's dir. Tu ich doch. Ja. Yeah! Das ist Pinguin Yoshi! Das ist Pingu Yoshi! Den müssen wir voll kriegen, definitiv. Den müssen wir richtig erfüllen, Alter. Drecksau, dann macht ihr alles. Das ist Pinguin Yoshi, den brauchen wir. Den brauchen wir unbedingt. Okay. Der ist. Und jetzt ist dein Eiszapfen Yoshi wahrscheinlich. Ja, das wäre so gut. Einfach weil ich mich vorher so gefreut habe. Mann, meine Balls! Das klappt ja auch noch meine Balls. Ja klar, immer. Doch, das wird. Nee, Eis. Nein, das wird Eiswürfel Yoshi, das wird nicht Pinguin Yoshi. Eiswürfel Yoshi. Och mein Gott! Schmaus! Jedes Mal wieder. Nein! Hallo, alles gut da unten? Nee, warte, ich komm zu dir. Schmongris zu fahren. Siehst du, du hast alles eingesammelt, dank mir. Ja, oi. Nur wegen mir, woho. Yeah. So Schmongris. Ich krieg das gerade nicht aus dem Kopf. Ne, das ist schlimm, das bleibt dann ewig im Schädel. Nein, Schmongris. Ich hab den Kratzen dir gespuckt, sodass du da nicht mehr konntest. Sehr gut. Hast du das gesehen? Das war ja mal übelst ewig weit weg von dem, wo wir hin müssen. Magst du den verbinden? Danke. Nice. Jawoll. Haha. Jawohl. Das wird Pingu Yoshi. Das wird kein Pingu Yoshi. Das soll es denn sonst werden? Der ist hellblau, der ist weiß und gelb, der... Du weißt doch nicht, was noch kommt. Wir haben gerade schwarz eingesammelt. Naja. Die Augen? Die Augen, das Härchen... Das Härchen? Das Härchen. Ich bin das Härchen eines das Härchen. Pinguins. Wang. Oder was? Wang. Bam. Nicht vergessen, tick. Links oben. Genau. Dieser. Nein! Ich hab den Pinguin drüber geworfen. Ei, Mann, das ist doch aber jetzt hier. Scheiße. Den krieg. Was? Ja, natürlich, das neigt sich doch. Ja. Ach. Meine Nase. Nein. Deine Nase neigt sich dem Ende. Dann solltest du eventuell. Ja. Mir fällt nichts Schlagfertiges, Lustiges ein. Ohne dass ich dir was spoiler. Ah! Oh, ist ja ekelhaft. Diese rosa penetrante Farbe? No. Oh. Oder deine Nase? Meine Nase. Ja, ob das die Tatsache, stimmt, dass dein Kopf gefangen war in der ekelhaft rosa farbenen Pink, lila, Burgunder, was auch immer, Geschichte. Gucken die einfach rein. Ja, genau. Manscht. Jetzt heißt es warten. Dreh, du Arsch! Komm, bitte! Oh, sehr gut. Schmongris! Nein! Nein! Danke. Yes! Java? JavaScript? Ja. Der war gut, ne? Ja. Oh, warte, lass uns einmal vielleicht hier kurz nach links. Da waren wir doch gerade. Ja. Da ist der, komm, wir her. Oh, jetzt hast du mich getötet. Da ist nichts anderes. Ich weiß doch, das sind Bälle, gratis Bälle. Ach so, das meinst du. Ja. Dann sag das doch. Hier links Ball. Ganz einfach, drei Worte. Hier links bei. Du verkomplizierst es. Komm, lass uns noch nach meiner links gehen. Naja, lass mich das doch. Das ist Satz. Ja, das ist hier ja schließlich auch. Ja. Soll ich dich jetzt voll spoilern für die aktuellste Game of Thrones Folge? Warum solltest du das tun? Warum solltest du alles bei allen Leuten tun? Vielleicht, weil ich diesen Pinguin getötet habe, guck mal, wie blutig der weggeflogen ist. Hast du gesehen, diese blutigen Einschusslöcher? Ach, siehst du das Blut überall? Das sind seine Füße, du Arsch. Seine Füße im Arsch.
Deine Füße sind im Arsch. Ja. Und zwar in meinem. Ist ja ekelhaft. Ah, besser. Das habe ich mir reingesteckt, immer leid. War keine Absicht. Alles klar. Gut, aber an der Stelle würde ich Ihnen sagen, das ist mit dieser Folge von Let's. Ich drücke immer nur links und rechts. Und das ist letztlich drücke immer nur links und rechts. Dankeschön fürs Zusehen. Ja, gerne. HBK und Captain sagen Peace and Out. Oh, Peace and Out. Also tschüss, bis dann. Ja, das heißt, das übersetzt.